Herzlich willkommen zur Wochenendausgabe im DigiBit-Studio. Die Fußballer können aufatmen, durchatmen. Der neue FIFA-Spielplan sieht vor. Freitagsspiele und erst wieder am Dienstag. Aber es gibt ein Euro-Qualifikationsspiel. Und damit, aber nicht nur darüber, wollen wir mit Marco Hagemann telefonieren, der Eurosport- und Sky-Kommentator, der uns einmal mehr zugeschaltet ist. Freue mich drüber in der Wochenendausgabe, dass wir miteinander reden können. Bei dir muss man ja, egal um welche Zeit, immer fragen, ausgeschlafen? Ja, ich bin ausgeschlafen. Naja gut, wenn man Tennis des Nächtens kommentiert, kann das ja mal vorkommen. Und wenn dann noch lange Fußballabende anstehen, dann sowieso. Bevor wir über Tennis reden und die US Open, es gibt ein Spiel, Schottland gegen Tschechien. Das ist in der Gruppe I und das ist das einzige Spiel, was denn da tatsächlich dann auch noch stattfindet. Darüber würde ich gerne kurz reden und da hätte ich denn auch gerne Einschätzungen zu. Das ist natürlich für beide ziemlich blöd, wenn sie in der Spaniengruppe spielen. Die Spanier marschieren ja da vorne weg, so dass es also um Platz 2 geht. Die Tschechen liegen da auf Platz 2. Die haben so ein kleines Torhüterproblem, weil ja Petr Cech da verletzt ausfällt. Die Frage wird sein, dass Stufka oder Drobny. Es hat ja Jaroslav Drobny vom Hamburger Sportverein nicht gerade wirklich überzeugend gespielt. In den ersten Bundesligaspieltagen. Gute Serie hingelegt, ja. Ja, absolut. Ne, schön rausgekommen, also im Rauslaufen ein ganz großer. Sodass da der Nationaltrainer Tschechiens sicherlich vor der Qual der Wahl steht, wenn er da reinstellt. Und zudem müssen sie halt rauswärts ran, also in Schottland, im Hampden Park. Da sind die Schotten immer unbequem zu spielen. Die können Gott sei Dank wieder auf Darren Fletcher zurückgreifen, der ja seit Monaten nicht gespielt hat. Er hat eine ganz komplizierte Viruserkrankung gehabt. Das wird nicht einfach für die Tschechen und für die Schotten. Ja, da ist ein Sieg ein unbedingtes Muss, um diesen Platz 2 nicht zu verlieren. Sie können den Rückstand auf 2 Punkte verkürzen. Und ich glaube schon, dass sie durchaus in der Lage sind, mit dem Publikum im Rücken die Tschechen doch vor Probleme zu stellen. Gerade weil die Tschechen hinten durchaus Probleme haben könnten. Gut, dann klicken wir hier einfach mal auf die 1 und machen dann da mal das Häkchen dran. Und irgendwie Viruserkrankung ist dann die ganz schicke Überleitung zum Tennis, zu den US Open. Gerade bei den Damen gibt es irgendwie viele Verletzungen. Bevor wir über Petkovic reden, wollen wir erstmal über die Virenerkrankte reden. Ich habe das noch nie gehört, das Tjörgen-Syndrom. Was ist das? Ich auch nicht. Ich habe es auch noch nie gehört. Das ist aber ziemlich rätselhaft. Es soll bei Frauen öfter auftreten als bei Männern. Ich glaube sogar, dass Venus Williams jetzt auch gesagt hat, dass sie so ein bisschen Angst hat um ihr Leben. Ich glaube, wir sollten uns alle vor Diagnosen fernhalten und uns auch fernhalten davon zu analysieren, wie schlimm kann das sein. Ich glaube, das einzig Wichtige ist dabei, dass sie schnell wieder auf den Damm kommt. Sie hatte in den vergangenen Wochen schon mit dieser Virusinfektion zu tun. Ihre Schwester Serena war ja auch lange verletzt. Gut, das war eine Fußverletzung, aber dann kam eben diese heftige Lungenembolie ja noch dazu Anfang des Jahres. Also ich bin da immer ganz vorsichtig zu sagen, naja, jetzt habe ich diesen Begriff gelesen und wir alle wissen gar nicht, was es eigentlich ist, weil wir es noch nie gehört haben. Ich glaube, dass sie in guten Händen ist und wichtig wird einfach sein, dass sie ganz schnell wieder irgendwie auf den Damm zurückkommt. Sie soll sich auch da die Zeit nehmen, die sie braucht, um wieder wirklich vollkommen gesund zu werden. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Hat denn dadurch irgendwer einen Vorteil, dass die draußen ist? Also sprich die Überleitung zu Petkovic, die ist ja auch leicht angeschlagen, aber da gibt es sicherlich noch andere, die da jetzt erstmal dann im Fokus stehen. Also Venus Williams war ja keine gesetzte Spielerin, hatte ja auch wenig Matchpraxis, also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt eine Spielerin da den riesen Vorteil hat. Also auffällig ist bei den US Open, dass es insgesamt jetzt schon in dieser ersten Woche, die ja auch nicht mal ganz rum ist, 15 Aufgaben gegeben hat, beziehungsweise eben Spielerinnen und Spieler, die nicht angetreten sind. Also wir sind am Ende der Saison, es ist ein Hartplatzturnier, es ist jetzt nicht ganz so heiß wie im vergangenen Jahr, aber man merkt schon, dass bei dem einen oder anderen sicherlich so ein Kraftproblem aufgetreten ist.
Also das ist schon sehr, sehr auffällig. Also 15 Aufgaben finde ich, oder nicht antreten, es ist eine enorm hohe Zahl. Sind die ja, sind die überspielt? Ist Ich glaube, vorbei am Ende? ja, ich glaube, du hast das letzte Grand Slam-Turnier des Jahres. Das geht nochmal über 2 Wochen. Du kommst sozusagen von Wimbledon und dann machen ja viele Spieler, wenn sie nicht gerade Davis Cup gespielt haben oder auch kleinere Turniere gespielt haben, eine längere Pause über 4, 5 Wochen. Dann geht es eben nach Übersee. Dann geht es wieder auf diesen Hartplatz, der wirklich sehr viel verlangt. Gerade auch was Gelenke, was Bänder anbelangt. Die Profispieler haben einen komplett vollen Terminkalender. Ich glaube schon, dass man sich mal hinterfragen sollte, ob das wirklich so viel sein muss an Turnieren, die sie da spielen. Es gibt ja auch Pflichttermine, die die Topspieler antreten müssen, Pflichtturniere aufgrund ihres Statuses, den sie haben. Und sie wissen auch alle ganz genau, okay, das ist das letzte Grand Slam und danach verstreut sich das alles wieder so in die weite Welt. Dann geht es so ein bisschen nach Asien wieder zurück. Und man spielt halt noch so bis zum Jahresende sozusagen ein wenig durch. Aber so ein Grand Slam fordert halt mental unglaublich viel und diese Hartplätze sind einfach ja auch für den Körper unheimlich anstrengend. Dann lass uns mal gucken, weil da geht es ja auch um den Meniskus und der Papa hat sogar gesagt, nee, Kind, du spielst nicht. Und Petkovic hat sich dann aber trotzdem entschieden zu spielen. Welche Chancen hat sie denn gegen die Italienerin mit dem herausragenden Namen Vinci? Also dieser Sieg von Andrea Petkovic jetzt in Runde 2 gegen diese Chinesin, der war ganz, ganz wichtig für sie. Also das sah das Vertrauen, der Glaube auch in ihr lesiertes Knie sehr, sehr gestärkt wird, dass sie da sich durchfighten kann. Das war mental für sie ganz wichtig. Es ist immer dann die Frage natürlich, wie reagiert so ein Knie, wenn es angeschlagen ist, Meniskus, nach so einem harten Spiel eben auf diesem Hartplatz. Das wissen wir natürlich alle nicht, das müssen wir jetzt abwarten gegen Vinci. Normalerweise, wenn sie in der Lage ist, wirklich annähernd 100% abzurufen, was sie dann irgendwann noch braucht im Turnier, um weiterzukommen in die zweite Woche, sie ist auf jeden Fall schlagbar, die Italienerin, das ist ja gar keine Frage. Dafür hat Petko zu große Qualitäten und dieser Sieg jetzt gegen diese Chinesin Zhang Zhe, das wird ihr nochmal vom Kopf richtig Auftrieb geben. Aber ich glaube, dass sie schon so ein bisschen Regeneration braucht aufgrund eben des Knies. Gut, was ja auch ist, sie wird ja auch rumgereicht. Sie musste zu den größten Pressekonferenzen. Auf ihr lastet jetzt natürlich auch schon so ein bisschen die Bürde, so nach dem Motto: Mensch, komm, dann, das ist jetzt noch ein Star, den wir da noch haben. Die vielen Absagen haben wir schon thematisiert. Kann das noch eine Rolle spielen? Ich glaube, Andrea Petkovic gehört ja jetzt nicht zu dem großen Favoritenkreis. Es gibt ja andere wie Serena Williams, wie Maria Sharapova. Wir haben ja aus deutscher Sicht ja noch andere, wie Sabina Lisicki, die ja toll spielt, die ja gegen Venus Williams antreten musste. Die konnte halt ja nicht wegen ihrer Virusinfektion. Also da gibt es ja noch andere, die im Fokus stehen. Also ich glaube, dass Andrea Petkovic in den vergangenen Wochen schon gelernt hat, sich nicht so unter Druck mehr zu setzen, wie sie schon getan hat in dieser Saison. Klar ist sie gesetzt, ja. Sie hat absolutes Top-10-Potenzial. Da war sie auch mal eine Woche war sie ja drin in den Top-10. Ich glaube, dass das Umfeld ihr richtig gut tut. Die Eltern sind da in New York. Dass sie sich eben nicht so megamäßig unter Druck setzen braucht, weil ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen, ist natürlich ein Riesenziel für Andrea, aber ich glaube nicht, dass sie eben ganz nach oben kommen kann in New York, weil sie gar nicht so die Favoritin ist. Und vielleicht tut ihr das eigentlich ganz gut, dass sie so ein bisschen unter dem Radar spielen kann. Was mich immer wundert, wenn man die Ansetzungen guckt, die spielen immer parallel im Einzel und dann selber noch parallel im Doppel. Ja, die hat ja Aber auch noch ich. gewonnen gestern, also die hat noch gewonnen mit Julia Görges im Ja. Doppel. Das ist dann schon ein Stiefel, den sie da spielen muss. Ja, nur die Ansetzung ist dann erstmal beide Spiele am Samstag um 17 Uhr, aber da wird sich dann sicherlich noch irgendeine Lösung finden. Kommen wir auf die Herren. Der große Favorit, Djokovic, oder? Absolut, Wie absolut. gehabt. Ja, definitiv. Er hat das Jahr ist natürlich ein Mega-Jahr für ihn. Wobei ich sagen muss, ich habe Roger Federer jetzt gesehen, zweimal wirkt sehr relaxed, sehr entspannt. An Andy Murray muss man immer auf der Rechnung haben. Bei Rafa Nadal bin ich mir gar nicht so sicher, der spielte nicht überzeugend in der ersten Runde.
Das ist so ähnlich wie bei EW in Paris, da fing er ja auch relativ schlecht an. Gut, dann gewann er das Turnier, das kann natürlich auch schnell passieren. Es gibt einen krassen Außenseiter, wenn man sich einen Außenseiter aussuchen kann oder wenn man ihn benennen darf, dann ist das der Amerikaner Marty Fish. Aber alles läuft über Djokovic. Also wie der wieder drauf ist und spielt, scheint auch wieder fit zu sein, hatte so ein paar Schulterprobleme. Da geht es nur über Djokovic Richtung US Open-Titel. Dann sind wir mal gespannt. Eine Woche dauert das Ganze noch. Viel Schlaf gibt es nicht. Und also zumindest nicht für die Tennis gucken mit der Leichtathletik-WM. Das hat ja eigentlich immer ganz gut gepasst. So irgendwie, da konnte man ja dann immer doch mittags ganz gucken. Wir sagen dann Dankeschön Sehr gerne. und ja, freuen uns dann auf ein baldiges Wiederhören. Entweder bei Eurosport oder dann nächste Woche. Geht es ja dann auch bei Sky wieder los und die Genau. Fußball-Bundesliga. Wir hören und sehen uns, Marco Hagemann. Dankeschön und danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Sie wissen, was Sie zu tun haben während der US Open. Wir sehen uns Montagmorgen wieder und tschüss.